Liebe Freundinnen und Freunde, als neuer Landesvorsitzender der LSV Hamburg begrüße ich Sie auch ganz herzlich zu unserer ersten neuen großen Veranstaltung im Wahlkampf. Herzlich willkommen, Markus Weinberg. Du hattest die Idee, und ich hoffe, dass wir sie zu deiner Zufriedenheit umgesetzt haben, in der Szene mittendrin. Herzlich willkommen, Markus. Und Diversity sozusagen als Thema der Stadt, glaube ich, wird in diesem Kreise jeder erkennen und identifizieren. Das ist aber auch etwas, was man erstmal umsetzen muss. Und wir haben uns dann, die LSU hat eine Formulierung gewählt, und ich glaube, der Thomas dachte so, naja, wenn ein bisschen was reinkommt, ist es, glaube ich, schon okay. Und wir konnten quasi mit Blick auf das Kapitel Zusammenhalt das, was Diversity sozusagen für uns in Hamburg bedeutet, auch umsetzen und ins Wahlprogramm schreiben. Und jetzt mache ich mal eins, ich lese es einfach mal vor. Das wäre besser, als immer nur über etwas zu sprechen, ohne es konkret zu benennen. Also wir haben bei uns tatsächlich im Wahlprogramm die Formulierung Diversity als Vorteil zu bewerten. Hamburg ist eine tolerante, weltoffene Stadt. Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, Religion, Herkunft lehnen wir genauso ab wie Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung. Die Menschen sind frei und die sexuelle Orientierung ist Privatsache. Die CDU Hamburg war immer Vorreiter für die Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften, für den Kampf gegen Diskriminierung und Ausgrenzung. Und noch bestehende Diskriminierungsmerkmale werden wir abbauen. Das ist übrigens noch etwas, was uns zentral bewegt. Die CDU Hamburg setzt sich dafür ein, die bestehenden LSBTI-Ansprechpersonen bei der Polizei Hamburg weiterhin zu unterstützen und wirbt dafür, dieses Angebot weiter auszubauen. Die CDU Hamburg unterstützt Schulprojekte, in denen für Toleranz gegenüber den verschiedenen Beziehungsmodellen geworben wird. Vielfalt ist ein Standortvorteil. Hamburg ist eine moderne und aufgeschlossene Stadt. Die CDU wird darauf hinwirken und dafür werben, dass sich mehr Unternehmen der Charta der Vielfalt verpflichten. Das haben wir so auch ins Wahlprogramm aufgenommen. Und du hast es ja gesagt, das ist dann vielleicht für viele erstaunlich, dass die CDU doch so offen ist. Oder progressiv würde ich gar nicht sagen, weil es ist für mich eine Frage von Gerechtigkeit und nicht von Progressivität. Das ist einfach so, dass es hier keine Diskriminierung geben darf, und dort, wo es die gibt, da müssen wir präventiv arbeiten, da müssen wir mit Projekten arbeiten, und ich glaube, wir werden nachher nochmal diskutieren über momentane Entwicklungen dieser Gesellschaft, wo Diskriminierung verbal und im Netz wieder häufiger vorkommt, und das darf nicht passieren. Und darauf aufbauend haben wir uns auch Gedanken gemacht mit der LSU zusammen, und ich kann wirklich nur sagen, kommt zur LSU. Es ist wichtig, dass sagen, die Themen adressiert werden bei den Mutterparteien, wie es so schön heißt, bei der CDU, bei der SPD oder natürlich auch bei den Grünen.